so viel getötet haben, machen wir auch wieder übelst Schaden halt. Jetzt ist es auch nicht mehr schwer, aber manchmal am Ach-Picken am Anfang von einem Raum ist das echt relativ schwer. Okay, was ist das hier für eine Spritze? Wollen, sollen wir darum kämpfen? Weiß nicht. Speed und Damage up. Wow, 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 wow. Okay. Ah ja, die Hüpfer. Alter, lass mich aus der Ecke da raus. Nein, du wirst mich nicht treffen. Okay, gut. Jetzt ist es auch nicht mehr so schwer, aber eben habe ich mich schon wieder von diesem einen dummen Viech da treffen lassen. Das ist wieder so ärgerlich. Einfach weil wir so wenig HP haben, dass wir eigentlich nichts verschwenden können. Und wieso kommen jetzt dauernd diese Masken, ey? Komm! Ich will nicht immer gegen diese behinderten Masken spielen müssen. Hä? Was hat mich... was hat mich da jetzt eben getroffen? Okay, 3 HP. Das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt kein Zufall mehr, oder? Achso, das eine Herz hatte mich eben getroffen, nehme ich an, ne? Also ohne Witz, das ist doch wirklich kein Zufall mehr. Diese dummen Masken, ganz ehrlich. Ja, super, The Fallen. Alter. Hui, 2 kleine. Aber das wirkt sich hier irgendwie nicht darauf aus, dass wir mehr Schaden machen, leider. Alter, wieso? Was soll ich denn dagegen machen? Zwar ohne Witz, ich muss diesen Bosskampf noch überstehen. Ich muss diesen Bosskampf noch überstehen. Okay, einer ist down. Was? Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte den wahrscheinlich noch einmal treffen müssen oder so, nehme ich an. Jetzt macht er gleich hier seinen dummen Superstrahl her. Ja, natürlich lassen wir uns wieder treffen, ne? Warum auch nicht? Puh. Na also, so, was ist das denn? Spirit of the Night, scary. Lol, wir fliegen jetzt, das hatte ich noch nie. Aber wir sehen vollkommen ekelhaft aus. Das sieht so ekelhaft jetzt aus. Ja, wir müssen es versuchen, ne? Wir müssen so ein paar Standardgegner töten. Dann machen wir auf jeden Fall schon mal viel mehr Schaden. Lol, wie die Mutter einfach... Alter, will mich verarschen. Boah, es könnte sein, dass das jetzt schon war. Aber ich hoffe natürlich nicht. Okay, na, das haben wir. Das haben wir. Puh. Puh, puh, puh. Das war aber zum Schluss noch ein bisschen eng. Okay, wir haben jetzt 4 von 5 und 2 blaue. Das sieht schon wieder besser aus. Aber wie sieht denn bitte Isaac jetzt aus? Ja, auf jeden Fall fliegen können wir jetzt. Das ist schon mal ganz schön. Aber was wir jetzt so genau sind, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas, wie gesagt, echt noch nie gesehen.
Können wir durch Steine... Ach, wir können durch Steine durchschießen. Das ist ja noch geiler. Und jetzt können die einfach nichts machen. Okay, um was kämpfen wir? Um eine Truhe? Ich weiß nicht, was drin ist, also eher nicht so. Eigentlich dürften die mich doch jetzt gar nicht treffen können, weil ich am Fliegen bin. Und die nur im Boden drin sind. Ich kann die doch auch nicht treffen, wenn sie im Boden sind. Also habe ich gar nicht mehr nach Geheimräumen gesucht, leider, in die letzten Male. Wow. Okay, irgendwie... Das Fliegen ist ein bisschen schwer zu steuern, finde ich. Ist zwar eigentlich genau wie es Laufen, aber irgendwie brauche ich eine Ausrede. Okay, wir versuchen jetzt noch einmal, ob vielleicht hier ist, vielleicht ist das hier der Geheimraum. Nein. Ja gut, weiter müssen wir uns jetzt eigentlich mit dem Stoff gar nicht beschäftigen. Das war doch Skolex jetzt hier, ne? Der große Pin. Quasi. Warum treffen wir den nicht mit unseren Kugeln? Ach, jetzt haben wir ihn einmal, ein einziges Mal haben wir ihn jetzt getroffen. Wow! Alter! Okay, das ist übel. Alter, wie viel da... Ohne Witz, das ist ja richtig krass. Ich treffe den irgendwie nicht. Wieso treffe ich den nicht? Also irgendwie machen wir zu wenig Schaden. Oder vielleicht ist es, weil unsere Kugeln sind ja zu durchsichtig. Vielleicht können wir den deswegen nicht treffen oder so. Ich weiß es nicht. Alter, was mache ich eigentlich hier gerade? Nein, ganz sicher nicht. Ach Mann, es ist irgendwie gerade... Es läuft nicht gut. Ich bin absolut nicht damit einverstanden, wie es gerade läuft. Na, also endlich haben wir ihn. Okay, 5 von 5. Pageant Boy. Geld und Schlüssel. Und wir dürfen noch in den Engelsraum. Scapula, you have been blessed. Puh. Ob wir Marms Hart diesmal... Dieses Mal wird's wirklich knapp. Letztes Mal war das ja jetzt nicht so das Problem. Die letzten, eigentlich alle Male, die, wo wir es bis hierher geschafft haben. Boah, nee, oder? Also wirklich alle Male, wo wir es bisher hierher, bis hierher geschafft haben, war es kein Problem. Aber diesmal wird es, glaube ich, echt eng. Stellt euch auf einen spannenden Bosskampf ein. Ach genau, ich muss mal eine Taktik gleich noch mehr verwenden. Wir können es jetzt nämlich eigentlich auf Steine draufstellen und da einfach rausschießen und es kann hier nichts treffen, außer Explosivschaden. Wir kriegen eine Karte, ein Glücks... das Glücksrad im Prinzip, aber... Ja, wie nennt man das denn? So eine Slot-Maschine halt. Unsere erste Pille in der ganzen Runde. Boah, Bad Trip, ey, komm. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Immer irgendwie gönnt uns das Spiel, glaube ich, diese Runde nicht. Aber wir versuchen natürlich trotzdem unser Bestes. Ein halbes Herz. Nehmen sogar noch ein halbes. Danke. Eine blaue Pille. Okay, Bad Trip ist schon mal weg zumindest. Balls of Steel, na also. Zwei blaue Herzen. Jetzt haben wir hier wieder 5 rote und 2 blaue. Das sieht schon mal besser aus. Okay, jetzt tun wir noch 3 Münzen da rein und danach gehen wir dann in den Arcade-Raum, wo ich eigentlich hin wollte.
Bombe und Schlüssel. Na ja. Ja, das war's, würde ich sagen. 3 blaue Herzen. Okay, also inzwischen läuft's wieder besser. Also es ist echt eben aber so eine Phase gewesen. Da dachte ich echt, wir sterben gleich. Zumal wir unser One-Up ja da verbraucht hatten. Und das noch irgendwie so einen Schuss, bevor ich den ersten Boss da fertig gehabt hätte. Das war natürlich nicht so cool. Geld loswerden. Ist ja wahrscheinlich eh das letzte Stockwerk. Na komm, 15 Münzen noch. Was könnte das sein? Friends till the end. Okay, wir haben hier unsere kleine Techflies bekommen. Okay, jetzt haben wir Flyluff, jetzt lieben uns diese kleinen Fliegen. Im gleichen Moment geht auch unsere Slot-Maschine hier kaputt. Nein! Was war das für eine Aktion? Ey, ihr Fliegen. Okay. Diesmal mal. Ja, wow, eine Münze, ne? Und ein Schlüssel. Okay, ich weiß nicht, jetzt geht's vielleicht hier. Vielleicht geht's jetzt hier runter zum Boss. Das ist die Frage. Wie sieht's aus? So attacken vielleicht so? Ah ja, geht doch. Ach, eine haben wir noch. Ach, hier geht's wirklich zum Boss. Hammergeil. Ach nee, haben wir uns schon wieder treffen lassen. Wir sind halt echt genau auf diesem Stein müssen wir halt stehen. Ja, ihr seht, er will ganz nah zu uns ran, aber es klappt einfach nicht. Goathoof macht, glaube ich... Moment mal. Wir haben vollen Schaden. Weil wenn ich das jetzt nehme, müsste ich eigentlich mehr Schaden kriegen. Aber es geht überhaupt gar nicht. Also deswegen überhalten wir das mit den Wobei 33 Schlüssel, ganz ehrlich. Ich kann jetzt eigentlich jedes nehmen, aber Schlüssel brauche ich in der Runde nicht mehr. Wow. Leckt mich doch. Sonst wo. Ach klar, natürlich. Wie auch immer, wir werden natürlich nochmal getroffen. Okay, Utero 2. Mom's Heart. Okay, gut. Diese beiden Laser am Anfang machen einem das Leben schon ganz schön schwer manchmal. Boah, haben wir jetzt fette Kugeln. Also ich weiß nicht, woher die jetzt gerade kommen, aber ich glaube, das kommt von diesem Goathoof-Ding. Deswegen sind die so riesig. Eigentlich müssten wir doppelten Schaden machen, aber jetzt werden die halt einfach nur riesig. Ah ja, okay, sie hat nur noch ein Drittel von ihrer HP. Deswegen ist sie jetzt auch so ein bisschen abgefuckt von uns. Ja, also, das war ja jetzt nicht so schwer. Und wir können wieder nicht zu Satan. Ach komm. Na gut, okay. Nächstes Ending, fünftes Ending dieses Mal schon. Was ist diesmal drin? Dr. Fetus. Also beziehungsweise Fetus, genau. Das ist von Super Meat Boy die Musik. Also diese paar Töne. Ich glaube, wir haben jetzt Fetus Revenge freigeschaltet. Das ist nämlich ein Item, das funktioniert, ich sag jetzt mal, ähnlich wie das, was wir das letzte Mal hatten, da mit den Explosivschüssen. Nur, dass man halt keine Kugeln verschießt, sondern wirklich Bomben, ich sag mal so, von sich wegschiebt. Also die fliegen nicht, sondern die werden echt weggeschoben. Einfach Bomben
Ist auch ein ganz gutes Item, muss man sagen. Also, ich hatte das schon mal, bin dann bis zu Satan und hab's aber gegen Satan nicht geschafft, weil der immer irgendwie... Also, ich habe ihm damit einfach nicht wirklich schaden können. Und dann hat er mich halt irgendwie getroffen. Aber an sich auf jeden Fall ein gutes Item, wenn ich das hab, freue ich mich dann natürlich auch drüber. Ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.